Wohnzimmershow, der Frannenberger Boulevard in der Ausgabe vom 3. Januar 2012, präsentiert von der Handelsvertretung Jörg Lehmann in Halle. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe. Der erste Dienstag im neuen Jahr, der 3.1.2012. So, die Wohnzimmershow heute wieder mit Frau Mümmelmann. Aktuelles aus dem Städtchen Frönnenberg an der Ruhr und aus der großen weiten Welt. Und natürlich, wie jeden Tag, der Wetterbericht. Heute ein ganz stürmischer Wetterbericht. Das sieht man ja auch schon an meiner Frisur. Bauernregel des heutigen Tages, die habe ich leicht abgewandelt, denn sie lautet: Wenn's um Neujahr Regen gibt, oft um Ostern Schnee noch stiebt. Und ich habe mir dann gedacht, ich sage dann oft um Ostern Schnee man noch schiebt, denn das wäre ja hier die moderne Alternative. Das ist die Bauernregel des Tages und ich muss sagen, heute ist es ja nicht nur regnerisch, sondern es ist auch vor allen Dingen äußerst windig. In Orkanböen kommt der Wind teilweise hier über die Dächer gefegt und das ist so ein typischer Wintersturm. Ich habe auch noch ein Zitat des Tages, weil ich ja so gerne zitiere. Das Zitat des Tages für heute lautet: Es ist nicht groß oder klein, was auf der Landkarte so scheint. Es kommt auf den Geist an. Ja, es kommt wie immer auf den Geist an, haben sich meine Hunde heute Morgen auch gedacht. Und zwar die kleine Gucci, unser Mops Gucci, heute zum letzten Mal in Frönnenberg, denn sie geht erstmal 14 Tage zu ihrem Herrchen, kommt dann aber zurück. Und die Fütterung, die gehört natürlich bei jedem Wetter dazu, egal ob stürmt oder schneit. Hallo Frau Nachbarin, Frau guten Mümmelmann. Guten Morgen, Herr Nachbar. Und guten Tag und hallo und herzlich willkommen nochmal. Guten Abend. Und gute Nacht. Ne, so wie wir das im letzten Jahr auch immer gemacht haben. Ich habe festgestellt, wir sehen ja beide aus, als ob wir durch den Wind gelaufen sind. Was? Ich bin durch den Wind gelaufen. Ich bin auch durch den Wind gelaufen. Aber deswegen könnte man sich ja, wenn man sich hier vorsetzt, ja doch die Haare zumindest ein bisschen ordentlich kämmen. Ne? Aber wenn doch der Wind so stark war, der hat Wind mich ja fast war Amber. Stark. Also, und dann muss ich auch noch mal sagen, wir haben ja immer die Kritiker, die sagen, ihr müsst in die Kamera gucken, meine lieben Leute. Wir gucken permanent in diese Kamera, aber die ist in einem Winkel zu uns, sodass wir da rauf gucken müssen und geradeaus rein. Man müsste also besser schielen, damit es so aussieht, als gucken wir da direkt rein. Meinst du so? Im Grunde gucken wir. Kannst du schielen? Ja. Schlimm. Also Schielübungen mache ich nun keine. Nein. Also die denken ja alle, das ist ein Frönnenberger Sport, wenn wir hier Schielübungen machen. Und dann muss ich ja sagen, das ist es ja nicht. In Frönnenberg hat man ganz andere Sorgen und Probleme. Zum Beispiel musste ich heute im Hellweger Anzeiger lesen. Also jetzt werden erstmal 25.000 Euro für ein Gutachten ausgegeben, weil Frönnenberg ein eigenes Jugendamt bekommen soll. Wir sind ja bis jetzt dem Kreisjugendamt angeschlossen. Und das kostet Millionen, auch für die Stadt. Und ein eigenes Jugendamt, da würde man zumindest was bei einsparen. Das ist zumindest die Vermutung. Und darum wird jetzt ein Gutachten gemacht. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut. So. Wir haben doch nur eine kleine Abteilung gehabt, oder? Nee, in Frönnenberg ist, glaube ich, gar kein Jugendamt. Nee, das ist ein Kreisjugendamt. Also, und in Frönnenberg ist das Hotel am Park unter neuer Regie. Da ist nämlich ein neues Ehepaar reingekommen, die heute die Pforten öffnen, weil die alte Pächterin ja ein neues Hotel baut, auch unten im Himmelmannpark, im Ruhrpark. Ja, also wir drücken mal allen die Daumen, denn es sollen ja auch 4 neue Stellen geschaffen werden, Aushilfsstellen. Wahrscheinlich für einen Parkplatzwächter, einen Nachtwächter, eine Köchin, eine Kochmeisterin, ein Zimmermädchen. Vielleicht ich Liftboy. Weiß es nicht. Ein Liftboy, woran du wieder alles sofort denkst. Ne? Apropos Liftboy, Telefonboy. Der Telefonboy der ersten Tage im neuen Jahr, das ist unser Bundespräsident mit seinen Skandalgeschichten. Ich bin ja mal wirklich gespannt, wie lange sich dieser Mann überhaupt noch halten kann. Also das Amt des Bundespräsidenten halte ich für beschädigt. Ein Bundespräsident, der Pressefreiheit propagiert und sich dann die Freiheit rausnimmt, das Verlagshaus Springer und die Chefredaktion telefonisch zu bedrohen und zu belästigen. Also finde ich, das ist ein starkes Stück. Ja. Nee?
Wer das auch so denkt, kann uns ja mal was zu diesem Thema schreiben. Und bei Facebook, da schreiben wir ja immer ganz viel, nicht nur aus Frönnenberg, aber auch, nämlich von Marys neuer Wohnung aus dem Lindenweg. Lindenweg 54 in Frönnenberg. Die Postleitzahl ist zu erfragen bei uns. Dann könnt ihr Frau Mümmelmann eure Neujahrswünsche auch in Form einer Postkarte schicken. Darüber wird sie sich sehr freuen. Mit Sicherheit. So, dann hat sie wenigstens mal Post. Man sagt ja immer, keine Post ist gute Post, aber eine schöne Ansichtskarte. Ich habe mich da immer drüber gefreut, wenn die Leute schreiben, auch die vielen Weihnachtskarten, die wir bekommen haben. Also da muss ich sagen, da habe ich mir noch gar nicht richtig bedankt. Das ist wirklich, ich freue mich über jede einzelne Karte. Ich auch, ich freue mich immer über Post. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder da seid. Ich auch. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund, alles Liebe, alles Gute. Ich bin bei euch. Ich bin auch bei euch. Wir sind bei euch. Und ein herzliches Om.